Morgen, ja, Tag 3, es regnet, wir gehen mal weiter. So Leute, hier treffen wir nicht nur auf die Bonifatius-Route, sondern auch noch auf die Safari-Route.
Leute, da hinten scheint einfach mal die Sonne. Und wir stehen hier im Regen an den Rinderwiesen, die früher, genau wie das Arboretum, ein Flugplatz und Gefangenenlager waren. Ja, sie wurden halt aufgewertet durch die Entfernung der Asphaltwege und durch den Rinderbestand verändert. Es wurde auch Wiese gepflanzt und einige Bäume, die wohl so eine Art Huttewald, also Waldweide, darstellen sollten. Leute, die ganzen Bäume hier stehen schief.
aber das ist wohl ein Kunstobjekt, soweit ich gelesen habe. Und zwar Schieferwald. Das Kunstwerk erinnert an die Schlacht der Kronberger Ritter gegen die Bürger der Stadt Frankfurt im Jahre 1389, die auf den Flurstücken Streitplatten bei Eschborn stattgefunden hatte. Obwohl zahlenmäßig überlegen, waren die Städter den Rittern unterlegen. Es war ein Kampf um Einfluss in der Region zwischen Stadt und Land. Aha. Leute, die nächste Markierung ist erreicht. 40 Kilometer. Leute, wir haben zwar schon über den Altkönig gesprochen, aber hier haben wir mal ein paar Fakten dazu. Geradeaus sieht man den Taunushauptkamm. Auf dem Höhenzug des überwiegend auf hartem Quarzit bestehenden Taunus verläuft ein Teil des obergermanischen Limes. Die ehemalige Außengrenze des Römischen Reichs zu Germanien ist seit 2005 UNESCO-Welterbestätte. Mächtig ragt der Altkönig mit seinen 798 Metern hervor. Bereits in vorchristlicher Zeit wurde er von Kelten besiedelt. Sein keltischer Name Altkin sowie Überreste von zwei keltischen Ringwallanlagen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus sind erhalten geblieben. Letztere kennzeichnen den Berg bereits aus der Ferne. Der Altkönig erscheint aus dieser Perspektive als der höchste Berg des Taunuskamms, da er den 881 Meter hohen großen Feldberg fast vollständig verdeckt. Lediglich dessen rot-weiße Antenne ist zu erkennen.
der Schilder übergehen ist, weil entweder Sichtweise oder wenn er mit einem Zettel draufsteht, dann ist er durch die Sonne so ausgeglichen oder mit Aufklebern zugeklebt oder mit fremdenfeindlichen Sprüchen vollgespielt. Und das will ich auf jeden Fall tun. So Leute, und hier kreuzen wir den Elisabethpfad. Den bin ich allerdings noch nicht gelaufen. Er wurde 2007 anlässlich des 800. Geburtstags der heiligen Elisabeth eingeweiht. Er erinnert an den Weg, den Elisabeth von Marburg mit ihrer Tochter Gertrud nach Altenberg gegangen ist, um sie in das Kloster bei Wetzlach in Obhut zu geben. Der ausgeschilderte Pfad beginnt an der Deutschordenskirche in Frankfurt-Sachsenhausen. Na, den werden wir auch irgendwann mal laufen. Und führt über die Nordweststadt Steinbach und Oberursel bis zur Elisabethkirche in Marburg. Er ist Teil des Jakobswegs, einem Netz von Pilgerwegen, die zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Spanien führen. Aha. So Leute, und da haben wir auch schon den ersten Hinweis auf den Mühlenbachweg. Ich werde ihn euch hier oben auch mal verlinken. Und ja, dem folgen wir jetzt erstmal. Thank you.
Leute, von hier aus hat man einen wunderschönen Blick auf Oberursel, das schon 791 urkundlich erwähnt wurde und 1444 die Stadtrechte erhielt. Und dort startet ja auch der Mühlenbachweg, beziehungsweise ein Stückchen dahinter in der Hohe Mark. Leute, hier steht einfach mal so ein Steinchen und das war wohl um 1519 ein Wegkreuz. Der Stein steht an der Kreuzung zweier alter Wege, der alten Weinstraße und dem Kalbacher Hauptweg. Die Wege wurden inzwischen in Weinstraße und Frankfurter Weg umgetauft. Der Anlass für die Aufstellung des historischen Steins ist nicht überliefert. Möglicherweise war er religiös motiviert, da das Klima im ausgehenden Mittelalter deutlich kälter und unwirtlicher als heute war. Vielleicht diente der Stein auch der bloßen Orientierung in der weiten Ackerlandschaft. Ja. Das liebe ich ja so. Hier sieht man direkt einen Bienenstock und was da für Leben herrscht, ey. Unglaublich. Ich find's super.
Leute, der nächste Pfad, den wir kreuzen, ist der Hölderling-Pfad, beziehungsweise wir folgen ihm ein bisschen. Ich werde ihn euch auf jeden Fall auch hier oben verlinken. Leute, hier gab es wohl mal ein Braunkohlebergwerk. Um 1829, rund 150 Meter südlich von hier, in Richtung des Hangs, mit dem Ausbau begonnen. Zwei vom Frankfurter Kaufmann Banta beschäftigte Steiger förderten die Braunkohle. Der Bergwerkverwalter Pantel verkaufte sie. Jährlich wurden bis zu 50.000 Zentner Kohle aus drei Schächten gezogen. Okay.
So Leute, ihr merkt es ja selber, der Wind wird immer schlimmer. Ich habe auch eben eine Wetterwarnung von der Wetter-App bekommen. Es soll Sturm von bis zu 120 Stundenkilometern geben. Und es kommt auf der Kamera jetzt nicht so rüber, aber da vorne ist alles schwarz. Deswegen habe ich mich entschieden, lieber auf Nummer sicher zu gehen. Ich werde in den nächsten Ort gehen, mir da ein Hotelzimmer suchen, auch um die Kamera-Akkus mal durchzuladen. Und dann sehen wir uns morgen.